Ja, mehr als 10 gute Minuten. Physik. Heute Mechanik 2. Schräger Wurf. Man merkt schon, dass ich mit 10 Minuten nicht mehr auskomme. Aber das Thema ist ja so interessant, dass man sich ruhig auch mal ein bisschen mehr Zeit dazu nehmen kann. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Im letzten Video haben wir ja den waagrechten Wurf gesehen, also wenn hier waagrecht zu dieser x-Achse hier, das ist also die x-Achse, das hier oben die altbekannte y-Achse, wenn also hier waagrecht zur x-Achse etwas an der Kugel beispielsweise oder ein Pfeil abgeschossen wird, dann wird er also hier auf dem Bogen einer Parabel nach unten fliegen. Was ist aber, wenn jetzt hier von unten eine Kugel hochgeschossen wird, zum Beispiel eine Kanonenkugel? Jeder hat es schon mal gesehen, entweder so ein Wasser, wenn man Wasserschlauch hochhält, dann ist der Wasserstrahl so, oder die Kugel, die fliegt so, oder der Pfeil fliegt so, oder was auch immer. Ja, auch hier müssen wir uns ein paar Dinge mal überlegen. Wir machen mal einfach eine kleine Aufgabe, die wir dann auch nachher bearbeiten. Eine Kugel. Übrigens ist völlig egal, wie schwer die Kugel ist. Natürlich nicht egal ist es, wie schwer die Kugel ist, wenn man hier die Energie berechnet, die man aufwenden muss, um so eine Kugel in die Luft in eine bestimmte Höhe zu schießen. Aber hier, was die Bahn angeht, ist es egal. Denn wir sehen vom Luftwiderstand und anderen Dingen hier ab. Also eine Kugel werde mit, und ich mache der Einfachheit halber mal wieder der Anfangsgeschwindigkeit, hier die Abfeuergeschwindigkeit, 100 Meter pro Sekunde abgefeuert. Das sind 360 Kilometer pro Stunde. Und jetzt spielt hier der Winkel, in dem diese Kugel abgefeuert wird, nennen wir den mal Phi, eine große Rolle. Kann man sich auch denken, wenn der Winkel hier kleiner ist, wird die Bahn anders verlaufen, als wenn der Winkel hier größer ist. Und sagen wir mal, Phi soll mal sein 60 Grad. So, jetzt überlegen wir uns wieder, wenn es keine Erdanziehungskraft gäbe und auch keinen Luftwiderstand, dann würde die Kugel hier, die würde nach dem, ich glaube, zweiten newtonschen Axiom, würde die halt hier in dieser Bewegung verharren, die würde immer weiter fliegen. Jetzt haben wir aber hier mit die Erdanziehungskraft, die wir mit berücksichtigen. Zunächst mal, wir nehmen mal an, hier oben haben wir so einen bestimmten Zeitpunkt und gehen dann von diesem Zeitpunkt hier auf die x-Achse. Da haben wir also einen x-Wert zu einer bestimmten Zeit und einen y-Wert zu einer bestimmten Zeit. Machen wir das mal so. Also hier haben wir also unser y von t und hier haben wir unser x zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenden wir uns zunächst mal dem etwas einfacheren x-Wert zu. Der x-Wert von t lässt sich jetzt relativ gut bestimmen, denn hier unten ist ein rechter Winkel und aus der Schule kennen wir ja noch, beziehungsweise aus dem Mathematikunterricht, Sinus, Cosinus und Tangens. Wir haben also jetzt diese Länge, das ist hier die Länge zu dem x von t. Naja, und was haben wir dann hier? Ankathete, Hypotenuse. Und dann haben wir also die Cosinusbeziehung. Also der Cosinus von Phi ist ja hier Ankathete, das wäre also unser x von t. Und die Hypotenuse, das wäre hier unsere Strecke, wie wir das schon aus dem horizontalen Wurf kennen, V0 mal t. Ist ja die zurückgelegte Strecke in einer bestimmten Zeit. Also haben wir die Beziehung x durch Abfeuergeschwindigkeit und damit, wenn wir diese Gleichung umstellen, ist unser x von t, also unsere x-Koordinate, die abhängig ist von der Zeit t, können wir ja auch noch hinschreiben, v0 mal Cosinus phi.
So, jetzt gucken wir uns mal unsere y-Koordinate an. Die können wir jetzt zunächst mal genauso herleiten. Dann wäre hier nur die y-Koordinate, wäre dann hier die Gegenkathete, also haben wir den Sinus. Der Sinus von Phi ist also y von t durch v0 mal t. Ich habe hier das t vergessen übrigens. V durch v0 mal t, Entschuldigung. Und dann müssen wir natürlich hier nochmal t hinschreiben. So, jetzt haben wir also unser Sinus ist y von t geteilt durch v0 mal t. Also ist unser y, die y-Koordinate von t ist dann v0 mal Sinus, den Winkel phi mal t. So, dann wären wir hier, aber wir sind hier, ja. Hier wirkt ja noch eine Kraft nach unten, das ist die Erdanziehungskraft und die können die Strecke, die in einer bestimmten Zeit durch die Erdanziehungskraft eines fallenden Körpers ohne Luftwiderstand zurückgelegt wird, können wir ja wieder mit unserer schon hergeleiteten Formel 1/2 g mal t Quadrat berechnen. Also müssen wir hier von unserem yt noch 1/2 g, also g mal t Quadrat abziehen. Und damit hätten wir jetzt, wenn wir das als Vektor auffassen, mache ich mal hier mit einer anderen Farbe, jetzt haben wir schon so viele, ich mache den mal hier rot, das wäre dann der Vektor, der hier hin zeigt. Dieser hier, das wäre unser s von t. Ja, und das s von t wäre dann hier die x von t und die andere, der andere Eintrag y von t. Und damit hätten wir hier v0 mal Cosinus phi mal t und hier unten hätten wir v0 mal Sinus phi mal t minus 1/2 g mal t Quadrat. So, das wäre also hier der Ortsvektor, also null aus, keine Füllung. Nee. Wir wollen noch keine Füllung. Ach, was ist das denn für ein Mist? So ein Quatsch. Keine Füllung, da. Na dann kommt es halt weg, Feierabend, Schluss. Oh. So, Schluss. Machen wir sowas. Och Mensch. So, jetzt endlich. Ja. Also, hier haben wir dann diese Beziehung. So, und dann berechnen wir dazu eine Aufgabe. Die könnt ihr ja wieder selber rechnen. Also Aufgabe. Aufgabe. A. Wir nehmen hier unsere Beziehung 100, Anfangsgeschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde, Abfeuerwinkel 60 Grad. Also wo, das heißt dieser Platz, wo trifft die Kugel ein und B, nee, umgekehrt. Ich habe zwar alles hier vorbereitet, aber es ist manchmal, kommt es doch durcheinander. Wir müssen erst berechnen, wann, also zu welchem Zeitpunkt t, und dann können wir mit Hilfe der Zeit auch berechnen, wo die Kugel auftrifft. Also hier einmal wird berechnet t, wann trifft die Kugel hier auf und wo, dass jetzt hier eine 10 steht, das brauchen Sie jetzt hier nicht zu interessieren, das ist jetzt einfach nur von GeoGebra. Wo ist hier? Und die Zahlen hier, die sind jetzt einfach nur zufällig. So. Gut, Pause drücken, rechnen. Viel Spaß. Bis gleich.
So, ich hoffe, ihr habt die Aufgaben gelöst. Wenden wir uns mal der Aufgabe A zu. Wir haben ja hier unser Y. Ja, also wir haben jetzt hier zunächst mal unser Y von t muss ja 0 sein, denn wenn diese Kugel hier auftrifft, ist der Y von t-Wert ja hier 0. Also setzen wir den 0 und unser Y von t-Wert ist ja hier angegeben, das ist also V0 mal Sinus Phi mal t minus 1/2 g t Quadrat. Jetzt stellen wir das gerade nur noch ein bisschen rum, dann hätten wir hier 1/2 g mal t Quadrat minus V0 mal Sinus Phi mal t ist gleich 0. Na, und was wenden wir hier an? Klar, 9. Klasse PQ-Formel. Die Funktion ist abhängig von t. Hier haben wir das Quadratische, hier das lineare Glied. Und hier haben wir unseren Faktor p. Und hier ist unser Faktor q. Und dann haben wir also hier t1 bzw. t2 ist minus p halbe plus minus die Wurzel p halbe Quadrat minus q. Ich hoffe, die PQ-Formel ist alle noch geläufig. Ich habe ja gesagt, ich erkläre jetzt hier in diesem Video keine Mathematik. Das wird jetzt hier zu weit führen. Ich kann aber, wenn ihr das wünscht, extra Mathematikvideos hierzu machen. Zur PQ-Formel gibt es unter der Klasse 9 ein eigenes Video. So. Weiter im Text. Also, jetzt haben wir hier also 0. Naja, jetzt geht es ja noch einfach. Das T2 können wir hier weglassen, da hier Minuswerte in dieser Aufgabenstellung sinnlos sind. Wir haben ja nicht, die Zeit läuft ja hier nicht rückwärts. Also rechnen wir nur unser T aus, ist minus P halbe. Dann haben wir also P ist 1/2 G. Und minus p halbe wäre minus 1/4 g. Plus die Wurzel aus minus 1/4 g zum Quadrat. Das Minus kann man auch weglassen hier, wegen dem Quadrat wird sowieso plus. Minus minus gibt plus. Und q ist v0 mal Sinus phi. So, jetzt setzen wir noch unsere Zahlen ein, für g 9,81, für V0 100 Meter pro Sekunde und für Phi 60 Grad. Und wenn man das macht, kommt auf zwei Stellen nach dem Komma 7,17 Sekunden heraus. Nach 7,17 Sekunden trifft die Kugel den Boden. Und jetzt wo? Jetzt geht es also hier darum, den x-Wert zu berechnen. Und der x-Eintrag hier in diesem Vektor ist ja v0 mal Cosinus Phi mal t. Also haben wir x abhängig von t. Müsste man gar nicht schreiben, abhängig von t. Und wenn man es schreibt, sollte man es ein bisschen schöner schreiben. So ist V0 mal Cosinus Phi mal t. Und jetzt setzen wir für V0 100 ein, für Phi setzen wir 60 ein und für t unser eben ausgerechnetes 7,17. Und dann kommt raus 358,5 Meter gerundet. Das sind also hier reine Kurven ohne Luftwiderstand. Ist zum Beispiel der Luftwiderstand sehr hoch, spricht man von ballistischen Kurven. Das wäre dann aber viel kompliziertere Berechnungen. Das wollen wir jetzt hier in dieser Einführungsreihe noch nicht behandeln. So, also ich verabschiede mich hier nochmal mit diesem, wie ich meine, wunderschönen Tafelbild. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.